coole Videos um 19 Uhr. Wie immer mit der Kapelle für die dritte Welle. Und immer noch abgesagtesten Band der Welt. Leger. Happy Osterhasi, wir sind Leger, wir heißen noch so. Wir sind die Band, die ihresgleichen sucht. Das ist der Olaf, ich bin die Dani. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Wir sind die Band, die nichts aussetzt. Wir sind die Band, die nichts bereist. Wir sind die Band, die herausragt. Wir sind die Band, die Akzente setzt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Die abgesagt ist die Isolierband der Welt und eure Kapelle für die dritte Welle. Und wir begrüßen euch recht herzlich zu eurem Oster-Special-Spezial. So. Und in diesem euren Oster-Special-Spezial richten wir uns vor allen Dingen an unsere jüngsten Legionäre. Ich hoffe, ihr habt eure bunten T-Shirts an und seid bereit, ein bisschen österlich zu tanzen vielleicht. Wir sitzen jetzt hier schon zum zweiten Mal an Ostern. Letztes Jahr haben wir am Ostersonntag für euch hier von dieser Couch Musik gemacht. Und das machen wir jetzt wieder. Und wir machen das jetzt so viele Ostern, wie da noch kommen mit diesem Corona. Tja, so sieht's aus. Was ich allerdings sagen muss, ist, letztes Jahr war es bunter. Das stimmt. Und was die Dani nicht weiß, ist, ich war diese Nacht hier runter ins Studio und habe ein bisschen an dem Knopf geschraubt. Deshalb ja, so ist das schon besser. Damit kommen wir zum ersten Lied. Das erste Lied ist von unserem guten Freund Volker aus Düsseldorf. Und ich erwarte, dass ihr alle wild mittanzt. Am liebsten lasst ihr euch dabei filmen und schickt uns hinterher, ja, wie das ihr ist eine schöne Idee. Habt, im bunten G-Shirt. Bist du da, Dani? Ja. Weißt du, was wir machen? Was? Wir holen die Melli dazu. Unsere Praktikantin Melli. Hallo, Melli! Die Melli sitzt jetzt gerade in Goslar auf der legeren Probebühne und wird uns bei diesem Lied begleiten. Da könnt ihr noch besser tanzen. Auf geht's. Bist du da? Ja. Alle da. 1, 2, 3, 4. Hoppelhase, Hans, oh, oh. Mach mal deinen Tanz, oh, oh. Hoppelhase, Hans, oh, oh. Seht mal, ob der Hans, oh, oh. Er winkt allen Kindern jetzt zu. Hallo, ich bin ich, wer bist du? Komm auf dazu. Der Tanz geht los. Welcher Tanz würde besser zu Ostern passen als
dieses wunderschöne Lied. Vielen Dank, Melly in Goslar. Aber du bleibst einfach dabei. Wir brauchen dich für das nächste Lied auch noch. Jetzt geben wir, normalerweise gibt es ja an dieser Stelle oft Dannys Dichterstübchen. Aber wir haben gar kein richtig gutes Ostergedicht gefunden. Da habe ich selbst eins geschrieben. Viel Spaß! Dannys Dichterstübchen. Corona-Ostern oder Es stinkt. Ein Gedicht von Olaf Ulmer. Kurz nach unseren Osterfeiern riecht's überall nach faulen Eiern. Und wir wollen, dass ihr wisst, wie es dazu gekommen ist. Der Osterhase zog durchs Land, zwei große Körbe in der Hand, um bunte Eier zu verstecken, im ganzen Land, in allen Ecken. Und als die Arbeit ward getan, kommt freudlos er zu Hause an. Mitleidig fragte ihn Frau Haas, war Ostern dieses Jahr kein Spaß? Und während leis der Ofen knistert, da schüttelt er den Kopf und flüstert, ganz traurig durch die Hasenzähne. Alle sind in Quarantäne. Drum wurden auch nach vielen Stunden meine Eier nicht gefunden. Doch sorgt mich nicht nur das Vergnügen der Kinder, die die Welt durchpflügen, am meisten bang ich um den Duft, der bald sich breit macht in der Luft. Er lässt sich matt aufs Sofa sinken. Du weißt doch, nicht gefundene Eier stinken. Das war aber doch ein schönes Gedicht. Da hast du aber ein schönes Gedicht geschrieben, Olaf. Ja. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Bitte. Kann man eigentlich noch mal auf den Knopf drücken? Nein! Ja, auf der anderen Seite. Das sieht doch gut aus. Jetzt sehen wir aus wie richtige Ostereier. Du Ei. Genau, und bevor wir uns gleich verstecken gehen, kommt noch ein zweites Lied. Und es handelt auch von einem Hasen, und zwar von dem schnellsten Hasen der Welt. Und man kann dazu außerdem prima tanzen, wie ich. Genau. Und wir schalten auch wieder nach, wir schalten auch Goslar wieder dazu. Oh, guck mal, das hat in Goslar auch funktioniert. Cool. Die Melli spielt natürlich mit. Auf geht's. Bist du da? Ja. Das frage ich sie immer, obwohl ich weiß, dass sie da ist. Ich sehe sie. Melli, bist du auch da? Ja. Schön. Oh, 1, 2, 3, 4. Sprang über manche Pfütze und aß gern Rosenkohl. Doch kam
Genau. Auch wenn wir alle jetzt im Moment nicht durch die Welt flitzen können, hoffen wir trotzdem, dass ihr ein schönes Osterfest habt und dass wir vielleicht sogar, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet, mitzutanzen, mitzusingen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei der Melli nach Goslar. Ja, schön, dass du mit uns mitgespielt hast, Melli. Dankeschön. Dankeschön. So, wir hoffen, ihr habt ein bisschen Schokolade gekriegt heute. Ihr könnt gerne was an uns schicken. Der Olaf blendet nachher die Adresse ein. wenn es euch gefallen hat, dann sagt euren Eltern, sie sollen was in unseren virtuellen Hut tun, weil sonst haben sie euch nicht lieb. So ist das. Wir haben euch lieb und wir wünschen euch einen schönen Ostersonntagabend. Geht glücklich ins Bett und träumt vom Augustin oder vom Hoppelhasen Hans. Und bleibt gesund. Tschüss.